Könnte man diese Zeichen, also diese endlosen Signaturen auch als Zeichen der Endlosigkeit, der Ewigkeit betrachten? Ja, gerade wenn sie keinen Anfang und kein Ende haben oder in sich selbst wieder zurücklaufen. Ich glaube, hier geht's lang. Nun gut. Ich schaue mich mal nach Fallen treten. Junge, also so türmische Gräber sind ja bekannt für unsere netten Fallen. Ja gut, Ich aber würde. hier waren ja auch die Wachen von Achso, ich dachte, die sind bloß hier geblieben und nicht weiter reingegangen. So, ich verstand jetzt. Also. die haben auf alle Fälle den schweren Sarkophag rausgeholt. Ah, okay. Also den Sarkophag von Dunjaban, wenn er das dann eben gewesen ist. Die Wandabschnitte haben sie aber so gelassen, wie sie sind. Kann jetzt natürlich noch sein, dass jetzt hier irgendwo noch eine Mumie jetzt erwacht, ne? Aber da kommen Ich wir dann noch würde die zu. Wand, ich würde die Wand trotzdem mal abklopfen nach Hohlräumen oder ähnlichem. Das kannst du gerne tun. Sinnesschärfe oder was soll ich da Zwergennase würfeln? hast du nicht, ne? Nee, das habe ich nicht. Das ist ja Vorteil. Genau, dann würfel mal eine Sinnesschärfeprobe in die Box. Ja. Wandabschnitt 2. Kolonnen von gebückten Menschen, allesamt schmal und unscheinbar gezeichnet, tragen Tonkrüge, Säcke und Kisten aus einer Stadt in einem Hügel. Eine abseits stehende Gruppe, deren Kleidung ungleich detailreicher dargestellt ist und die in einer Art Hierarchie zueinander zu stehen scheinen, beteiligen sich nicht am Geschehen. Drei Personen wachen über die Szenerie. Ein Mensch auf einem Thron, zwei kleinere Menschen mit deutlich stilisierten, auffallenden großen Schwertern. Nun, Kalizianer, konntet ihr schon etwas entschlüsseln, entdecken, etwas Ungewöhnliches? Jetzt habt ihr ja Zeit. Nun, also so wie ich das sehe, das sollte Talusa wohl sein, nicht wahr? Ja, hier mit diesem kleinen Hügel, das könnte der Hügel sein, auf dem wir gerade stehen. Und nun, hier bereiten sie wohl etwas vor. Das muss der Sultan sein und das sind vielleicht seine Söhne oder der Hofstaat oder so etwas. Bin mir nicht ganz sicher, wer diese beiden Menschen mit den Schwertern sind, aber nun, Tonkrüge, Säcke, Kisten, das sind wohl Vorräte. Und dieses Ei dort? Das wird wohl höchstwahrscheinlich für den alten Satyanath-Tempel stihen. Eine neue Weihe. Gehe ich jetzt zumindest mal von aus. Ich konnte die Bildabschnitte noch nicht genau erkennen. Wie gesagt, wir sind durchgebrochen, hatten den Sarkophag entdeckt, der natürlich als erstes meiner Aufmerksamkeit galt. Und ich war ungefähr eine halbe Stunde hier, bis dann die Wachen kamen und mich weggezerrt haben. Das heißt, ich hatte selbst noch keinen wirklichen Einblick in diese Wandabschnitte. Kann sich einer von euch vorstellen, warum sie den Sarkophag entfernt haben? Ein Sultan von Dunjaban dem Ewigen. Wahrscheinlich wird er, sollte er denn wiederkommen, was dieser Wandabschnitt Nummer 2 gerade nun uns mitzuteilen scheint. Sollte er wiederkommen, würde er die Regentschaft von Dolgoro gefährden. Seht, das sind alles Vorräte. Auch wenn das ein Hügel ist, dann wurde zwar schon sein Grabmal gefüllt, als er noch am Leben war, denn hier steht er ja mit seinen beiden Schwertern. Könnt ihr euch vorstellen, warum die Person in dem Sarg angekettet war? Nun, weil er oder sie noch nicht tot war? Und sie wollte nicht sterben? Nein, weil er wiederkommt. Genauso wie Dunjaban. Das ist zumindest das, warum er der Ewige heißt. Nun, Abel Mir Satinaf, der Herr über die Zeit. Wenn Dunjaban ihn verehrt hat, dann muss das noch nicht sein Ende gewesen sein. Nun, aber wenn es nicht sein Ende war, man hat mich dann angekettet. Nun, wir wissen ja nicht, was im Sarg drin ist. Sollte der Sarg leer sein? Nein, ich dachte, den Sarg. Na, vergiss es einfach. Vielleicht Ihr meint hatte den in meinem seine Keller? Nachfolger Angst vor ihm Meint ihr den und in war meinem mir deswegen Keller? angekettet. Ja, genau den. Nun, wie gesagt, er tippt einmal auf diese zwei Menschen mit den Schwertern. Es könnte sein Hofstaat gewesen sein, den er angekettet hat. Zumindest legen, dass der Sarkophag, den ich bei mir im Keller hatte, könnte das nahelegen. Aber da der gefüllt war,
Und ich weiß, wie gesagt, nicht, was mit dem anderen Sarkophag ist, den sie weggeschleppt haben. Vielleicht finden wir die Antwort dort unten. Da hinten geht es weiter mit den Abschnitten. Ja. Eine gewaltige Kiste, die über und über mit mathematischen Zeichen und Symbolen verziert ist, wird von gebückten Menschen in besagten Hügeln gewuchtet. Der Vorgang wird von den drei besonderen Personen überwacht, die bereits im vorangegangenen Bild zu erkennen waren. Alle drei Personen sind zusätzlich noch einmal als eine Art Zeichnung auf der großen Kiste zu erkennen. Prächtig gewandete Menschen begleiten den Zug und scheinen die Kisten zu segnen oder magische Handlungen zu vollführen. Kann man die Zugehörigkeit dieser drei Menschen zueinander erkennen an ihrem? Die stehen nebeneinander und auch an den Symbolen, ja. Achso, die sind nicht, also haben halt keine wirklichen markanten Gesichtszüge dargestellt. Also so detailliert ist es jetzt nicht, nein, aber aufgrund der Heraldik und auch der Farben der Kleidung, der sie tragen, die gehören zusammen, die stehen auch mal zusammen. Also vermutlich eine Familie oder ein... Genau, entweder sind das seine Söhne oder dann der Hofstaat. Also zwei wichtige Berater. Ja, gehen wir weiter, würde ich sagen, oder? Und weiter die Zeichen an die Wände? Hat meine Abklopfen was ergeben? Bisher noch nicht. Okay, alles klar. Auf eine prächtige Stadt, die von Schiffen umringt ist, marschieren endlose Reihen von Soldaten zu, die jedoch auffallend kümmerlich oder hässlich dargestellt sind. Prächtige Krieger in altulamitischen Rüstungen leisten ihnen hier und da erfolgreich Widerstand und erschlagen sie in großer Zahl oder Pose. Dennoch zeigt die Darstellung eine gänzlich umschlossene Stadt, die früher oder später in die Hände ihrer unzähligen Feinde fallen wird. Allegorisch thront eine edle Gestalt in Ruhe und Würde über der Stadt und schert sich nicht darum, dass eine züngelnde Unkreatur sie bedrängt. Die ruhende Gestalt ist als thulamidischer Herrscher attributiert, der Angreifer als dämonisch verzerrter, fratzenhafter Herrscher aus Bosbaran. Okay. Nun, Abelmir, da solltet ihr am besten dieses Bild deuten können, nicht wahr? Nun, mir scheint, ist dies im Zug der bosbaranischen Eroberungsfeldzüge passiert. Sehr gut, von wem? Nicht Bilen Horas, sondern... sehr gut, Silem Horas. Ich hab Bilen gesagt, egal. Nun, den gab es tatsächlich nicht. Der Bilen Horas gab es auch, aber ist egal. Silem Horas, der das Silem Horas Edikt erschuf. Sehr gut, Abelmir, sehr gut. Nun, wir wissen ja, dass sie die Staatsgrenzen Bosbrand sehr groß erweiterten. Korrekt. Sie haben wohl auch Talusa eingenommen. So steht es geschrieben. Und dieser Herrscher kümmert es anscheinend wenig. Eine ruhende Gestalt, Abelmir, sicherlich. Ja. Er kümmert sich nicht um die Zeit. Warum? Er hat noch über die Zeit geherrscht. Also, er hat über die Stadt geherrscht und über die Zeit. Da kümmert es ihn doch nicht, wenn sie kurzzeitig fällt, wenn er danach wieder kommt und alles wieder an sich reißen kann. Nun gut, er könnte aber nur in die Vergangenheit reisen. Oder in die Zukunft. Warum denn nicht? Denk doch nicht so einspurig. Ich denke nicht, dass es möglich ist, in die Zukunft zu reisen. Vielleicht eine parallele Realität, aber nicht in die Zukunft. Nun, über parallele Reisen oder parallele Realitäten, da könnten wir uns sicherlich auch noch einmal vortrefflich darüber unterhalten. Aber warum sollen denn Reisen in die Zukunft nicht möglich sein? Nun, es ist kein dokumentierter Vorgang bis jetzt irgendwo vorkommen. Es würde vor allem dem Gesetz von K wieder zuwiderlaufen. Nun, aber das ist zumindest das, was hier angedeutet wird, nicht wahr? Nun, ihr könnt aber in die Vergangenheit reisen und hoffen, es auszusitzen. Oder zu verändern, den Herrscher zu töten. Nun, aber wenn er den Herrscher tötet, dann wäre er ja gar nicht gekommen, um ihn zu bedrohen. Ja, es ist etwas schwierig. Vielleicht wollte er es nur aussitzen. Kausalität, Abelmir, Kausalität. Gehen wir weiter.
Um eine gewaltige Pforte knien viele üppig gewandete Personen. Eine Art Zeremonie findet statt. Verschiedene Objekte können Opfergaben darstellen. Irritierende Linienmuster ohne Anfang und Ende dominieren das Bild und diejenigen aus dem ersten Bildabschnitt sehr ähnlich. Die beiden Figuren mit den deutlich markierten Schwertern sind ebenfalls auszumachen und sind etwas abseits positioniert. Nun, die scheint wohl seine Leibgarde zu sein. Seine Wächter. Die sind doch Thulamiden, oder? Als Thulamiden zu erkennen? Das sind Thulamiden, ja. Und das scheint wohl seine Leibwache zu sein. Ich frage mich, ob diese Schwerter Talusas, die jetzt Dolgoruk unterstehen, ob sie auf eine längere Tradition zurückgehen. Könnten Doppelkunchoma sein. Ja. Kann man irgendwo ablesen, in welchem Zeitraum das Ganze abgebildet ist? Eben nicht, darum geht's ja. Okay. Nun, ich fürchte, hier werden wir nichts weiter rausbekommen. Wir müssen tiefer und tiefer eindringen. Gut. Ihr dürft mal eine Götter- und Kulteprobe plus 8 würfeln. Eine korrekte Zuordnung der Symbole auf die Satinavschen Zeichen. Ptolemäische Kulte? Ja. Nicht Gesteinskulte. Ach, was ist denn heute los mit mir? Götterkulte. Plus minus 0. Es sieht wohl so aus, als würde die Linienmuster ohne Anfang und Ende und auch diese Zeremonie, es sieht wohl nach den Symbolen so aus, als würde hier angefleht werden, Satinav, dass die Zeit schneller vergeht. Dies geht wohl auf eine sehr seltsame Anruf von Satinav zurück. Habe ich schon etwas gehört von dem Zeitphänomen bei Dragonfort? Da gehe ich von aus, ja. Im Rahmen der G7 ist das bekannt. Nun, dort sind ebenfalls ähnliche Phänomene vorgegangen. Die Zeit in einem bestimmten Bereich verging viel schneller. Die Wüstenei, meint ihr? Ja. Ja, das stimmt. Der Zeitfrevel, das Riskum von Vasar. Ich kenne da ein urtulamidisches Gedicht, wo ein Fluss angefleht wird, schneller zu fließen. Ich fand das immer etwas merkwürdig, aber irgendwie erinnert es mich daran. Ist es vielleicht nur eine Parabel auf dem Zeitfluss? Möglich. Wie ging die Fabel aus? Es ist keine Geschichte, aber mir ist es ein Gebet, eine Bitte. Nun. Wenn der Fluss schneller fließt, ändert es trotzdem nichts an der Fließrichtung oder dem Lauf des Flusses, sondern eben nur an der Geschwindigkeit. Ich frage mich, ob wir uns Sorgen machen sollten, dass dieser Sultan zurückkehrt. Nicht, dass der jetzige besonders angenehm wäre, aber er scheint darauf gehofft zu haben. Aber waren seine Hoffnungen begründet? Und dafür müssen wir tiefer hinein, vermutlich zu seinem Grab. Hoffen wir, dass er nun nicht mehr am Leben ist. Nun, um die ehrlich zu sein. Verzeiht, Boltax. Nun, um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, dass das hier schon seine Grabkammer ist, sondern nur eine Grabkammer derer, die mit ihm beerdigt worden sind. Ich denke auch, dass wir vielleicht, wenn wir weiter eindringen, noch deutlich mehr Hinweise finden könnten. Aber ich kenne mich mit diesen thulamidischen Gräbern nicht aus. Ja, wir sollten tiefer hineingehen, bis wir fündig werden. Es könnte auch sein, dass sie mit anderen verbunden sind, die von anderen Sultanen oder so etwas kommen. Versteht ihr? Also. Das ist nicht ungewöhnlich für eine Nekropole, ja? Genau, hier sind ja viele Hügel und Gräber dazu. Ihr habt sie noch gesehen. Wir sind zwar jetzt etwas tiefer runter, aber es kann durchaus sein, dass wir auf andere Kammern treffen von anderen Herrschern. Nun,
Das gibt zumindest die bauliche Gestaltung her. Hm. Nehmen wir einmal an, der Sarkophag, der weggeschafft wurde, war einer der Schwertträger. Der Sarkophag, den ihr hattet, könnte das der zweite gewesen sein? Oder stammt er woanders her, Kanizitianer? Er kam aus der Nähe von Kunchum. Aber er war auf alle Fälle zu Talusa zurückzuverfolgen. Deswegen kam ich ja erst auf meine Nachforschung auf Dunjaban. Nun gut, wollen wir hoffen, dass diese erste Grabplünderung nicht so erfolgreich war, dass wir jetzt vor leeren Händen dastehen. Zumindest haben sie etwas mitgenommen. Gehen wir weiter. Denkt daran, dass manchmal etwas, das wie eine Sackgasse aussieht, nicht zwangsläufig eine Sackgasse sein muss. Auch wir Zwerge ziehen hin und wieder gerne Wände in unsere Grabstätten ein. Und ja, vor allem, er deutet einmal auf die Kette, dieses hier ist vor allem auch keine Sackgasse, sondern unendlich, kein Anfang, kein Ende. Nun, lasst uns weitergehen. Die letzte Zeichnung ist mit Abstand die größte. Gleichzeitig sind Linien hier aber besonders vage und unvollständig. Nur mit Mühe lassen sich einzelne Elemente erkennen. In der Mitte einer prächtigen Stadt wird die große Kiste von Menschen mit Werkzeugen geöffnet. Ihr entsteigen die genannten drei Personen, umringt von jubelnden Menschen. Die komplexen Bilder und Zeichnungen auf dem Kistenäußeren stehen in Beziehung zu einem Sternenhimmel, dessen Gestirne mit geometrischen Abmessungen und Signaturen versehen sind. Am Bildrand fliehen feindliche Soldaten, die jedoch in Verkehrung der Zustände nun noch von Einzelnen der großen Masse der Stadtbewohner gegenüberzustehen scheinen. Im Bildhintergrund sind der Hügel und seine geöffnete Pforte angedeutet. Auf wann lässt der Sternenhimmel schließen? Also anhand des Sternenhimmels kann man ja ungefähr einen Zeitrahmen abschätzen. Sternkunde plus 3. Okay, wir haben Niobaras Sterntafeln gesehen. Das gibt uns eine Erleichterung, oder? Tja, gut. Würfel einfach deine Probe. Mit der plus 3 ist das eh nicht so sehr schwer. Okay. Aber nee, Niobara gibt euch zusätzlich nochmal Hilfe. Okay. Ja, der Sternhimmel ist extra vage angedeutet. Aber wenn du ihn mit dem aus den anderen Bildabschnitten oder Wandabschnitten vergleichst, dann geht es nicht so sehr darum, dass es in eine spezielle Zeit... es ist kein spezieller Zeitpunkt, sondern eine sehr lange Zeit, die vergangen ist. Und das wird hier explizit dargestellt. Also nach einer sehr langen Zeit kommt der wieder zurück. Hier wird nicht gesagt, wann. Gibt es außer diesen bildlichen Darstellungen noch weitere? Geht darum noch weiter oder der Gang? Oder nein. Der hier? Nein, das war die letzte Zeichnung. Und Kanesitianer deutet drauf. Das ist der Hügel. Seine Pforten sind geöffnet, so wie bei uns. Und wenn sie jetzt den Sarkophag in die Stadt gezogen haben? Und ihn öffnen? Nun, und ja. Wir haben eine jubelnde Menge. Das könnte tatsächlich sein, dass er jetzt wiederkommt. Ich weiß nicht, ob das ein Grund zum Jubeln ist, aber... Das ist, selbstverständlich ist das ein Grund zum Jubeln. Es geht doch gar nicht darum, dass Dunjaban jetzt zurückkehrt oder nicht, sondern dass das alles hier schon auf dieser Wand steht. Sie wussten in es. In dem Fall, ja, das ist eine gute Prophezeiung. Es könnte auch ein Wunsch sein und keine Prophezeiung. Aber guckt euch mal diesen Sarkophag hier an. Da, er tippt einmal drauf. Das ist genau der, den ich gefunden habe. Auch wenn ich ihn nur eine halbe Stunde gesehen habe. Ja, dann sollten wir wohl mal jemanden in die Stadt schicken und fragen, ob ein totgeglaubter Sultan dort auf den Straßen wandelt. Wir müssen sofort nach Talusa. Na gut, dann auf zurück nach Talusa. Ihr denkt daran, dass man euch dort nach dem Leben trachtet? Ja, Papalapap, ich muss das sehen. Und wo wollt ihr wandeln? Auf dem Platz? Guck mal, ich zeige nur an, das weiß man im aktuellen Stadtplan von Talusa. Und keine Ahnung, das sind doch Kleinigkeiten. Wir müssen uns den Sarkophag angucken. Wenn das tatsächlich so kommen sollte, dann... Wo soll der Sarkophag? Keine Ahnung, das ist doch hier, in der Mitte des Platzes. Ja, das ist vor dem Sultanspalast. Vermutlich wird er tatsächlich beim Sultan sein und er wird ihn zu irgendeinem großen Trara aufmachen. So würde ich das tun. Mit viel Fanfaren und Trompeten
ein Spektakel für die Leute. Wir müssen wieder zurück. Wir müssen zurück an die Oberfläche. Wir müssen nach Talosa. Bin mir nicht sicher, ob das ein guter Plan ist. Lass uns erst einmal wieder an die frische Luft gehen. Würde es auch gerne mit den anderen besprechen, aber prinzipiell hat er nicht ganz Unrecht. Wenn da dann auf einmal eine untote Mumie entsteigt. Oh. Nein, nein, er ist nicht tot. Er ist nicht tot. Darum geht es doch. Er ist keine Mumie. Er ist Dunjavan der Ewige. Ein Zeitreisender. Er hat sich in der Zeit versteckt und wartet auf seine Wiederkehr. Er ist in die Zukunft gereist, Abelmir. Das ist der Beweis, den wir brauchten. Nun, ich bin mir nicht sicher, ob er wirklich in die Zukunft gereist ist. Ich bleibe bei der Auffassung, es ist eine untote Mumie. Aber hey, was weiß ich schon? Ich bin nur ein Zwerg und kenne mich mit Thulamiden nicht aus. Also gehen wir lieber wieder nach oben. Gehen wir nach oben.